Günaydın, einen wunderschönen guten Morgen. Heute möchte ich euch mal von meinem zweiten Tag berichten. Nachdem der erste relativ uncool verlaufen ist, obwohl ich mir zum Glück nicht viel getan habe, habe ich erstmal ein bisschen ausgeschlafen. Was heißt ausgeschlafen? Da kommt das nächste, was einem bewusst sein muss, wenn man in der Türkei leben will. Im Urlaub scheint einem das wahrscheinlich nicht so zu interessieren. Man wird hier morgens regelmäßig vom Muezzin geweckt. Ich persönlich finde das ziemlich cool. Ich habe hier gleich gegenüber die Kami, also die Moschee. Und die ist nachts super cool beleuchtet. Und morgens dann raus. Erstmal mich mit der Vermieterin auseinandergesetzt. Wie ist das mit Waschen, Küche, all so ein Zeugs. Hab dann von ihr erstmal einen netten Tee bekommen, der unheimlich lecker ist. Hier gibt es Wasserkocher mit einer Glaskanne oben drauf. Ich muss mal gucken, ob ich sowas finde hier. Dann würde ich mir wahrscheinlich eine mitnehmen. Und dann dachte ich mir, muss ich mich erstmal um mein Hemd kümmern. Ich wusste ja, dass unten eine Reinigung ist. Also habe ich das schon mal zurechtgepackt. Und während es dann so langsam auf Mittag zuging, habe ich gedacht, okay, gehst den ersten Tag erstmal ein bisschen raus, schaust dich ein bisschen um und klärst mal die äußere Lage ab. Und das habe ich dann gemacht, mein Hemd eingepackt, runtergelaufen. Zur Anmerkung, das sind 4 Stockwerke ohne Lift, aber nicht wirklich dramatisch. Das macht mich konditionell fitter, wie ich mittlerweile feststelle. Und dann raus und dann nach Schnauze einfach mal rechts, Hauptstraße und geradeaus in Richtung Wasser. Und habe dann das Hemd natürlich abgegeben, dann weitergelaufen und bin direkt zum Strand. Und von dem Strand gibt es eine Aufnahme, die ich schon mal gepostet habe, woanders, ich glaube in Facebook oder so. Und läuft auch so ein bisschen WhatsApp, habe ich sie ein paar Kollegen und Kolleginnen geschickt, weil es wirklich super. Und habe erstmal meinen Morgen am Strand verbracht, was mich für die Mühsal am ersten Tag mehr als entschädigt hat. Und dieser Tag lief dann eigentlich relativ ruhig. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut, bin das erste Mal dann mit einem Bus in irgendeine Ecke gefahren und wieder zurück, um mal abzuchecken, wie das mit der Karte funktioniert. Und dabei habe ich dann festgestellt, die Karte geht nicht. Das war diese Papierkarte, von der ich schon mal geredet habe. Die ist nämlich nicht wieder aufladbar. Und dann musste ich mir eine andere Karte besorgen und die erstmal aufladen. Und am Anfang wird sie wohl mit 7,5 türkischen Lira gefüllt. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das reicht für nichts. Bin 2, 3 Busse gefahren dann hieß es plötzlich Tit, ist nicht. Und dann habe ich beschlossen, mit Händen und Füßen jemanden zu fragen, was geht. Und es ist eigentlich relativ einfach. An einigen Bushaltestellen gibt es so Ladestationen, da legt man die Karte drauf. Und wenn man sie nachfüllen will, schmeißt man einfach Geld rein. Man darf die Karte aber nicht wegnehmen. Ich habe dann einfach, so wie man eine Kreditkarte in den Schlitz steckt, die Karte oben drauf gelegt. Aber so funktioniert das nicht. Und eine gute Füllrate, habe ich mittlerweile festgestellt, sind 20 Tele. Und damit kommt man eigentlich ganz gut voran, weil ihr müsst nämlich wissen, man steigt in einen Bus ein, dann hält man die Karte vor den Scanner und dann macht es Piep und dann werden 3,50 abgezogen. Du musst deine Route so wählen, dass du nicht viel umsteigst, weil jedes Mal umsteigen musst du bezahlen. Da gibt es keinen gültigen Fahrschein, den du die ganze Zeit vorzeigen kannst. Zumindest habe ich das bis jetzt noch nicht in Erfahrung gebracht, wie das funktioniert. Das sind so die ersten Tücken. Und ich bin dann am Abend nach Hause gekommen, ziemlich fertig. War dann noch bei der Migros, hier gegenüber ist gleich eine Migros. Und habe mir Kaffee gekauft, eine Tasse und so ein Zeug. Ein bisschen Gummibärchen, Schoki und bin des Preises wegen schier in Ohnmacht gefallen. Alles andere war relativ normal, aber der Kaffee war der Hammer. Der Kaffee war der Hammer. So ein großes Glas Nescafé, also Espresso-Kaffee, so ein Zeug hier.
hat 59 Lira gekostet. Was umgerechnet in etwa, runtergerechnet 20 Franken bzw. 19 oder 17 Euro entspricht, ist also eindeutig Importware. Und bei den Preisen muss man sehr aufpassen, was man hier kauft. Genau. Ich habe zwar zum Start aus der Schweiz 1000 türkische Lira mitgenommen, bin aber am zweiten Tag schon fast 100 los und bin mal gespannt, wie es weitergeht. Eine genauere Auflistung der einzelnen Tage, was ich dafür ausgebe etc. mache ich mir natürlich im Hintergrund. Aber ja, es wird spannend. Mir macht es viel Spaß und ich hoffe, euch macht es auch Spaß, mir zuzuhören. Denn zeigen tue ich jetzt gerade im Moment nicht viel, außer den guten Morgen auf meinem Balkon. Der wurde im Übrigen von der Mieterin am zweiten Tag eingerichtet. Fand ich ganz nett. Und ja, das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal.